Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast 2 A New Beginning. Ja, wir sind leider immer noch bei der Bakari-Quest. Wir müssen noch 6 Bakaris finden. Einer wurde ja leider nicht gezählt, weil der wohl irgendwie außerirdischen Ursprungs war. Hätte man eigentlich meinen können, dass das normal ist bei außerirdischen Vögeln, sag ich mal. Aber naja. Ist so. So, hier finde ich jetzt gerade keine. Wir können das Ganze noch abscannen. Ja, ich höre schon wieder was. Moment, da unten ist noch ihre Tochter. Sie hat jetzt wieder neues Ausrufezeichen drin. Warum sie jetzt wieder neues Ausrufezeichen drin hat, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber wo finde ich jetzt die anderen Vögel? Ich muss ein bisschen leise sein, weil ich die sonst nicht höre. Moment, das ist jetzt aber wieder außerhalb von dem Bereich hier, ne? Was höre ich denn hier überhaupt die ganze Zeit? Das hört sich an, als ob hier irgendwie ein Raumschiff oder sowas drüber fliegt. Hier ist halt immer noch dieses Geistwesen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das der Vater in Anführungszeichen darstellen soll. Den Vater. Und sie ist ja auch hier in der Nähe. Ich weiß auch nicht, ob wir das vielleicht als erstes mal versuchen sollen, weil das mit den Vögeln, das ist irgendwie... Ich wüsste nicht, wo ich die noch finden soll. Die werden auch irgendwie nicht angezeigt. Es sei denn natürlich, dass da jetzt wirklich keiner in der Nähe ist. Aber habe ich gerade was gehört? Ich meine, ich habe einen Vogel generell gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das sind die normalen Vögel. Das ist wahrscheinlich keiner von denen. Also entweder sind die alle hier auf der Seite. Würde mich jetzt auch nicht wundern, ehrlich gesagt. Weil hier sind wir doch auch irgendwo einem Vogel begegnet, oder nicht? Also hier auf der Seite, jetzt nicht direkt hier. Wenn, dann wahrscheinlich irgendwo oben, weil die hochfliegen. Ich weiß nicht, gehört das hier auch noch dazu? Sieht nicht mehr so blau aus, als ob das da das gleiche Gebiet ist, oder? Das da hinten kann ich auch nicht scannen. Also ganz oben könnte natürlich sein, dass da noch was ist. Dass die Vögel tatsächlich nicht so direkt hier unten bei den Leuten sitzen. Was aber auch unlogisch ist, weil die ja eigentlich in der Nähe der Kinder sein sollten. Ich habe doch gerade was gehört. Ah, da unten ist einer. Da unten ist einer. So kann ich schleichen. 3 sind hier sogar. Na, unten, das weiß ich jetzt nicht genau, aber 3 sind hier auf jeden Fall. Nicht haken jetzt. Hey, der ist aber niedrig. Okay. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin, ohne angeputzt zu werden. Niedlich anhören tun sie sich ja. Nur, ne? Der Rest ist halt... Ich habe hier unten doch wieder was gehört. Ist alles so grün gewachsen hier. Ach, da oben. Da oben ist einer. Komme ich denn jetzt da hoch? Achso, der ist bei den Treppen. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich ihn jetzt da hoch, ohne den zu erschrecken? Okay. Du bist meine Nummer 8. Alter! Ist das dein Ernst? Ich habe mich extra angeschlichen. Boah.
Ich meine, ich wusste, ich hätte nicht sagen dürfen, du bist meine Nummer 8, weil dann ist es logisch, dass er natürlich abhaut. Wir probieren es nochmal. Darf der uns so gar nicht sehen? Also müssen wir wirklich komplett von hinten angeschlichen kommen oder was? Weil der... Nicht mit mir, Freundchen. Der hat uns ja jetzt gar nicht gesehen eigentlich. Ich hol sie mir alle. Ja, ich hol sie mir alle, genau. Ich bin Meister-Pokémon-Trainerin gewesen. Ich habe sie alle geschnappt in mehreren Generationen, wollte ich gerade sagen. Mehreren Editionen. Dann ist das doch gelacht mit so ein paar Vögelchen hier. So. Frage ist nur, wo sind die? Sind die jetzt wahrscheinlich die anderen auf der anderen Seite oder so? Oder halt oben. Wie gesagt, das kann auch sein. Ist es hier? Nee, ist nichts zum Öffnen. Ist das ein Mist hier? Es ist echt so eine blöde Sisyphus-Arbeit, nur um die Leute zu beschäftigen, habe ich so das Gefühl. Also was mag ich eigentlich gar nicht. Also was einsammeln oder so ist noch okay, aber wenn das dann hier immer gefühlt 2 Jahre braucht, bis man dann irgendwas gefunden hat. Ach, das mag ich überhaupt nicht. Aber ich denke mal, die können nur draußen sein, oder? Oder können die auch drinnen sein? Und die andere Frage, sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Sind wir jetzt wieder da, wo wir vorher waren? Oder wo sind wir jetzt? Da ist ein Tisch. Ich glaube, das oben zeigt den mir auch gar nicht an, oder? Wenn oben irgendwas ist? Oder liegt das nur daran, dass oben nichts ist? Jetzt wieder hier. Oder alles sieht gleich aus. Da bin ich nicht sicher. Gehen wir mal rein. Aber ich glaube nicht. Oh, hier kommen wir gar nicht rein. Oder tauchen die erst auf, wenn man einmal irgendwo eine Runde gelaufen ist und dann wieder irgendwo hin zurückgelaufen ist. Das gibt es ja auch. Tja. Können wir auf jeden Fall rein. Die sieht aber sehr bedrüppelt aus hier. Was ist denn los? Können wir hier irgendwie aufs Dach hoch oder so? Das ist wieder dieses komische Geräusch hier, ne? Es wird heute eine Suchfolge, ich merke das schon. Ich werde heute überhaupt nichts anderes hinkriegen. Ich werde nur noch diese 2 letzten Viecher hier suchen. Da oben sind die auch nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, schön haben sie es hier ja, ne? Ich wollte mir das auch immer mal angucken. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Wenn auch nicht ganz so, wie ich es gehofft hatte. Was bist du denn? Was haben wir denn hier gerade eingesammelt? Das sah so anders aus von der Farbe her. Habe ich gedacht, gehst du mal hin? Guckst du dir das mal an? Krabbelst du dir das einfach mal, wenn es geht? Und es ging. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Was? Nee, das ist nur... Ich würde halt auch ungern aufgeben, das ist das Problem. Nur ich habe absolut keine Ahnung, wo die noch sein könnten. Irgendwo hoch in den Baumkronen oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt so gucke... Ja, doch, eigentlich ist das Ganze... Wird mir angezeigt, dass die hier sein könnten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Krämer. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich gehe, glaube ich, jetzt erstmal zu der Kleinen.
und guck mal, ob ich ihr vielleicht mal bei diesem verfluchten Problem helfen kann. Das haben wir ja quasi schon so halb angenommen. Wie, was bist du denn? Bist du nicht auch so ein Vogel? Doch, das sind doch auch alles so Vögel. Hä? Aber die kann ich mir nicht... Aber das sind doch auch so Vögel. Haben die hier ihr Nest? Ha. Das ist ja krass. War ich hier schon mal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin irgendwie gar nicht so richtig in der Stadt gerade. Kann das sein? Ich bin hier einmal rumgegangen. Die scheinen hier tatsächlich ihr Nest zu haben oder so. Aber ich höre hier nichts, ich sehe hier nichts, also... Ich denke eher nicht, dass wir jetzt hier so spontan noch was finden. Ich versuche jetzt die Kleine noch zu finden. Ich glaube, die war ja gerade außen und rechts. Irgendwo, genau da. Moment. Komme ich denn da am besten hin? Kleines! Da ist er. Hey, Ishana, wie läuft's? Das, denke ich, wird gut laufen. Da wir jetzt das Rätsel der Magenkrämpfe gelöst haben, wie wäre es mit Musikunterricht? Komm schon, das geht schnell. Hol deine Freunde für mich her. Du spielst doch gerne, oder? Machen wir ein Spiel daraus. Na gut, du Naseweiß. Was für ein Spiel spielen wir? Fang. Ich und meine Freunde sind schnell. Wenn du uns fängst, überrede ich sie, dass sie zu deinem Musikunterricht kommen, Ulukai. Also gut, dann lauf lieber los. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Nicht gucken! Katha schummelt nicht, Kind. Fünf, neun, elf, 15, 20, ich komme! Ja, ja, schummelt nicht. Aber erstens kann er scannen und zweitens, hab dich. Zweitens ist das kein Fangen, sondern Verstecken. Deswegen habe ich mich schon gewundert, warum der jetzt die Augen dabei zumacht. Ja gut, ich schummel vielleicht ein bisschen, weil ich die anzeigen lasse. Aber wenn ich die Möglichkeit schon habe, ne? Wir sollen ja für den Musikunterricht sorgen. So, hier hatte ich jetzt gerade aber auch noch irgendwo eins gesehen. Wo ist denn das jetzt? Hä? Laufen die jetzt woanders hin oder was? Da oben ist noch einer. Komme ich wieder hin? Beziehungsweise, wo muss ich... Achso, da. Wo stehst du denn genau? Da. Ich hab dich. So, was ist mit dir? Bist du hier drin? Ah, da. Du Schummler. Gewonnen. Sei keine schlechte Verliererin. Wir hatten einen Deal. Na schön, na schön. Wir tun, was du sagst. Aber die ganze Zeit so voll auf mich an. Du Schummler, Schummler, Schummler. Boah, ich weiß immer noch nicht, was das hier für ein Ding ist, ey. Ich will das endlich weg haben. Moment, wo ist sie denn jetzt? Hier vorne. Wieso steht sie jetzt da hinten und ich stehe hier vorne? Hey, Ishana, wie läuft's? Hey, du willst wissen, wie man die Glocken von Melia läutet? Oh, lieber lasse ich mich von einem Slingtalk am Stiel beißen. Serens Musikunterricht ist so öde. Was will dein Vater? Er erzählt mir von der Rebellion und den Dolotai-Wächtern. Wenn ich groß bin... Deine Mutter wäre... Ich darf nicht... Sie hat... Lea. Ja, das hatten wir ja alles schon.
Mach keinen Ärger, Kleine. Ich habe bereits Ärger. Okay. Das mit den Glockenläuten müssen wir ja auch noch machen. Nur, dass ich die Quest jetzt gerade nicht angenommen hatte. Hat das irgendwas mit diesen komischen Zeichen da zu tun? Zum Käfig bringen. Ach so, Blumen züchten. Müssten wir das machen oder war das von ihr dann alleine? Ah ne, die müssten wir auch machen. Also das hier ist ja markiert, ne? Die muss ich fangen. Das ist klar. Das mit dem Blumen züchten, den Brunnen freimachen, würde ich auch gerne markieren. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das dann... Ne, dann ist das wieder raus, ne? Ja. Ich weiß nicht genau, was mit den Händen da hinten ist. Ob die irgendwas dann... Aber ich meine, das hat doch nichts mit den... Mit den Viechern da zu tun, oder? Die habe ich letztes Mal nämlich schon gesehen. Eben habe ich jetzt zugegebenermaßen nicht drauf geachtet. Oh, guck mal. Das sind aber nicht die, die ich fangen soll. Hallo, ihr Süßen. Das waren gerade zwei. Oh. Okay, die Frage ist jetzt nur, wo sind jetzt die, die ich fangen soll, ne? Sind die da vielleicht oben? Ich habe doch gerade irgendwas gehört. Oder? Hm. Hat sich so ein bisschen wie so ein Truthahn angehört irgendwie. Also wir haben da hinten dieses Handsymbol. Warte mal, hier vorne haben wir auch dieses Handsymbol. Dann gehen wir doch mal dahin. Vielleicht kommen wir da ja besser hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass ich da die Pflanzen pflücken soll oder ob das vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass es die letzten zwei sind, die ich fangen soll. Ich werde nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier eben schon mal gewesen bin. Alter, was ist mit denen nicht in Ordnung, wenn ich mich anschleiche und die mich gar nicht sehen können, aber trotzdem weg sind? Wie, der kann mich jetzt sehen? Ist der hin? Oh Leute, ist das euer Ernst? Das Problem ist, da kann ich jetzt so auch nicht runterspringen oder so. Ja, und der steht genau falsch rum jetzt da. Dürfte mich eigentlich gar nicht sehen. Ich komplett von Analyse. Ankomme. Unbekanntes Alien-Exemplar gefangen. Kontaktieren Sie die Zentrale zur Analyse. Schon wieder, aber diesmal nimmt er das an, oder wie? Weil bei dem anderen hat es ja gar nicht erst angenommen. Oh, ist das denn ernst? Der sieht mich doch schon wieder. Hier durch. Alter. Stecke die Makari in den Käfig. Ja. Welchen Käfig? Wo soll ich da hin? Achso, Moment, da ist was Blaues. Da oben. Wie komme ich denn da hin? Boah, ey. Man braucht immer mal so ein bisschen, oder ich, bei mir ist es so, ich brauche immer mal so ein bisschen Abstand, wenn ich bei irgendeiner Sache nicht weiterkomme. Ich muss aber auch gestehen, ich habe das, ja, ich habe doch die Bakari, ist ja alles gut. Ich habe da jetzt auch nicht mehr drüber nachgedacht, dass wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Ja, prall doch einfach daran ab, kein Thema. Gibt es hier auch irgendeine Möglichkeit, da hochzukommen? Dass ich beim letzten Mal das nämlich übersehen hatte. Nicht übersehen hatte, sondern vergessen hatte, dass wir das beim letzten Mal schon gesehen hatten. Dass da so Hände sind.
nur auf die andere Seite kommen, dann ist alles gut. Ich glaube, von hier aus kann ich das ganz gut machen. So, irgendwo ist hier ein Weg. Da. Boah, ja, dann scanne ich halt, damit der Mist hier mal weg ist. Warum muss man immer scannen, wenn man doch weiß, wo man hingeht? Nein. Du sollst nicht. Blauer Stoff ist guter Stoff. Ein Käfig erster Klasse. Hier werden Makari gut behandelt. Yay! Ja, vor allem können die auch direkt wegfliegen, davon mal abgesehen. Ja, dann würde ich sagen, dann schmeißen wir doch direkt mal die nächste rein. Den Käfig bringen, ja, haben wir. Achso, Moment, ich wollte mal eben orten. Okay. Das ist bei mir in der Nähe. Da soll es irgendwo Pflanzen geben. Muss ich da dann hoch, oder? Da soll es irgendwo Pflanzen geben, die ich, das ist hinter dem Typ. Das ist da oben irgendwo, oder? Moment, bei dem kann ich rangehen. Ich hoffe, dass, ja, der bleibt dann natürlich auch nicht. Vier kann er machen, aber er kommt nicht hoch. Wie soll ich dann da hochkommen? Ich habe keine Ahnung. Ach Mann, da hasse ich die Weltenbilder manchmal für, ne? Dass man dann einen Ort gezeigt bekommt, aber dann nicht hinkommt, weil man da wieder abrutscht überall. Ich weiß ja auch nicht, wo ich hin muss. Das ist ja das Problem. Also ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Na, hallo? Hast du einen Sack zu lang oder was? Meter, ja, unter mir oder was? Oder? Sieht mir fast so aus, ne? Auf der Seite. 136. Wollte mich jetzt veräppeln, oder? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder runter. Du sollst nicht buggen, du sollst dich da auf den Stein draufstellen, Mann. Ja, wieso denn jetzt da runter? Und jetzt? 67 Meter, aber immer noch runter, oder was? Man das schlecht sehen hier. Wie wär's mal mit einer Angabe hier zu den Metern? 62 Meter? Also doch jetzt hier unten am Strand oder was? Och, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ach nee, das ist die... Hä, das ist doch nicht die Wasserverstopfung. Fließt schon lange kein Wasser mehr. Finde heraus, was die Brunnen verstopft. Wollt ihr mich jetzt veräppeln oder was? Ich denke, ich soll die Blumen hier suchen. Nach denen habe ich ja gesucht.
werde sowieso kaputt gehen, nehme ich mal an. Weil der nicht so schnell... Nee, auftauchen. Hallo. Nicht tauchen. Oh mein Gott. Was sind wir denn hier? Okay. Was auch immer jetzt hier irgendwas verstopft, weil das sieht ja hier aus, als ob hier mega schönes Wasser überall ist. Okay, die Frage ist nur, das verstopft doch eigentlich nichts, oder? Wo finde ich denn hier was, was verstopft? Ich komme mit diesen ganzen Schwimmaktionen nie klar. In solchen Spielen, das ist echt ätzend. Okay, hier sind auf jeden Fall Feinde. Oha. So beginnt meine Karriere als Wolf. Das ist nicht gut. Eine andere. Jetzt sind es auf einmal noch drei. Mauer zerstören. Müsste das den Brunnen wieder frei machen. Was? Zerstöre die Baue. Ja, das wollte ich ja gerade. Ich sehe nichts. Mann. Alter. Ey, wenn ich hier nur eine Waffe habe, die da irgendwo dazwischen hängt, ne? Hey, der eine Bau ist überhaupt nicht zerstört. Den habe ich doch gerade zerstört. Keiner drin. Ja, was ist denn mit dem einen, den ich eben zerstört habe? Da kommen immer noch welche raus.
Gute Arbeit, Slay. Ein Brunnen. Brunnen. Also das war jetzt aber auch irgendwie... Den einen habe ich jetzt zweimal zerstört. Und dann anscheinend ist der aber wieder aufgebaut worden. Keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht verstanden, warum der auf einmal wieder stand. Ja, gut, die Eier können wir, oder die Drüsen hier können wir zumindest mitnehmen. Braucht kein Schwein, aber Hauptsache können wir mitnehmen. Ach so, ich bin mich gar nicht im Hallen. Sag mir das doch einer. War das jetzt die blaue? Das war die blaue, ne? Ja. Deswegen hat er sich auch im Kampf nicht geheilt. Oh, ist das so der Ernst. Die Frage ist jetzt, muss ich jetzt hier irgendwie wieder raus? Rausschwimmen oder kann ich hier rauslaufen oder fliehen oder so? Das wäre nämlich ganz nett. Da jetzt so, sag ich mal, schneller wieder rauskommen würde. Ach nee, jetzt sind wir wieder hier am Eingang, oder was? Ist das euer Ernst? Okay, naja, wenigstens sind wir jetzt wieder da, wo wir... Das ist doch schon mal was. Okay, wir haben noch andere Quests jetzt hier, ne? Mal eben gucken. Ja, das mit den Blumen züchten, das war ja eigentlich das, was ich machen wollte. Ach so. Und da kam dann der Brunnen freimachen. Ah, deswegen habe ich das anders im Kopf, weil ich jetzt natürlich die Blumen im Kopf hatte. Okay, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die Mission hier auf jeden Fall an. Gucken wir mal eben, wo wir hin müssen. Und ich denke mal, also wenn sie uns jetzt irgendwas sagt, was jetzt länger dauert, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ansonsten muss ich erstmal gucken, wo sie überhaupt ist. Achso, da unten, okay. Kann man eigentlich auch so machen, das geht schneller. Was ist das denn hier? Alles voll. Alles voll. Achso, das war die Munition, glaube ich, von dem einen, ne? Hallo, ich habe schon geholfen. Buh. Hi, Nephin. Wie laufen die Vorbereitungen? Ich habe die Brunnenquelle gefunden und den Weg freigemacht, damit wieder frisches Wasser fließen kann. Ich bin gut, Nephin. Extrem gut. Solange du weiterhilfst, bist du fantastisch. Doch wegen unseres kleinen Makari-Problems ist das Wasser immer noch nicht ganz sauber. Ich würde lieber nicht daraus trinken. Im Ernst. Könntest du dafür sorgen, dass die Makari nicht in den Brunnen spielen und nicht ins Wasser? Du weißt schon? Problem bereits gelöst. In Ordnung. Wird es auch meine Sünden vergeben? Haben die was mit verschmutztem Wasser zu tun? Naja, da war dieses eine Mal im Schwimmbecken. Ich war damals noch ein Kind, aber... Die Zeit rennt, Botschaft. Hopp, hopp. Schon gut, schon gut. Läuterungslied, geht klar. Ich bin unterwegs. Katamonlied. Bis dann, Nephin. Mögen die jetzt mit dir sein. So, ja. Das Lied singen lassen. Wir sind da jetzt in der Nähe, aber eigentlich ist es ja ein bisschen was, eine andere Quest noch. Ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal einen kleinen Cut, damit wir zwischendurch nochmal ja, ein bisschen thematisch zusammenliegen. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, was es mit diesem Katamonlied auf sich hat und das war ja, glaube ich, die Sache mit den Glocken, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Und ob und wie uns dann das Lied gefallen wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen.
Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!